Svargasana, die Himmelsstellung, das Asana des Himmels, ist eine Stellung, die beschrieben wird im Sri Tattva Niti aus dem 19. Jahrhundert und auch im Hatha Vyasa Padati, welches manchmal sogar auf das 17. Jahrhundert datiert wird. Svargasana wird wie folgt beschrieben: Nimm den Lotussitz ein, Padmasana. Dann ziehe dich an einem Seil mit beiden Händen nach oben. Das ist Svargasana, das Asana des Himmels. Du könntest das jetzt als eine Akrobatikstellung nehmen und tatsächlich ein Seil vom Himmel hängen lassen und mit den Armen dich nach oben ziehen. Dazu musst du schon sehr stark sein. Oder du kannst dir auch vorstellen, in der Lotusposition gibst du die Arme nach oben. Du könntest wechselseitig mal links und mal rechts. Und du kannst dir gleichzeitig vorstellen, dabei richtest du deine Wirbelsäule auf und du besteigst den Himmel. Das ist übrigens eine schöne Übung zu Anfang der Meditation. Du stellst dir vor, du greifst nach den Sternen, du greifst zum Himmel und wirst immer weiter. Normalerweise kannst du dich danach gut aufrichten. Und wenn du dann die Hände wieder senkst und die Hände faltest oder auf die Knie bringst, dann kannst du dir vorstellen, du bist verbunden mit dem Himmel, mit Svarga, und du wandelst mit Bewusstsein in den unendlichen Weiten des Himmlischen, des Göttlichen.